بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Mariam, schau mal, wo die sind, bitte. Die sollen hier hinkommen. Sag dir mit, die sollen sofort kommen. Ammar, ein bisschen, ich sehe, dass ich ein bisschen sehen kann, okay? Marakafik. So, also, Bismillah, Alhamdulillah, Salat, Salam, Ala, Rasulullah. Wir machen inshallah heute einen sehr, sehr kurzen Vortrag, ehrlich gesagt, weil es bei mir zeitlich leider nicht passt. Und inshallah ta'ala werden wir den Test nächste Woche machen, bi'inillah azza wa jal. Und ich glaube, wir werden den Test vorziehen auf Samstag. Weil wenn wir den Test Sonntag machen, mit den kleinen Kindern, und dann den Test mit euch auch mal Sonntag machen, 2-3 Stunden bei euch, 2-3 Stunden bei den Kindern, ist es, glaube ich, zu viel. Deswegen vielleicht ziehen wir den Test nächste Woche vor auf Samstag für euch. Ja, und für die Kinder Samstag, Sonntag inshallah. Aber ich werde das inshallah morgen bekannt geben mit einem Flyer, okay? Inshallah machen wir heute ganz, ganz kurz. Und zwar eine sehr, sehr wichtige Sache, die wir müssen lernen können und müssen im Islam, ist, ich werde ein paar Hadithe nennen, ein paar Hadithe, die uns etwas sehr, sehr Wichtiges vom Islam beibringen. Im ersten Hadith, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, لِأَنْ أَخْرُجَ لِأَقْضِ حَاجَةَ أَخِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أن أتيك في مسجد هذا شهر أمك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Der Prophet Muhammad sagte, dass ich mit meinem Bruder im Islam, mit einem Glaubensbruder, also Bruder oder Schwester im Islam, rausgehe, um für ihn eine Sache zu erledigen. Er hat nicht gesagt, was, egal was für eine Sache. Auto schieben, putzen helfen, kochen helfen, babysitten, streichen helfen, Umzug, egal was. Egal was, übersetzen, egal irgendetwas, in irgendeiner Sache, ihm seine Sachen zu erledigen, ihm dabei unterstütze. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass ich für meinen Bruder rausgehe und für ihn eine Sache zu erledigen helfe, ist mir lieber, als dass ich einen Monat I'tikaf mache. Was heißt I'tikaf? Weißt du, was heißt? Was heißt das? Amir? I'tikaf? Ibrahim, weißt du es? Ja, sich in der Moschee zurückzuziehen für Ibadah. Das machen wir normalerweise von der Sunnah in den letzten 10 Tagen von Ramadan. Da geht man in die Moschee, man zieht sich zurück, man bleibt in der Moschee komplett 24 Stunden. Du bleibst in der Moschee, um natürlich Ibadah zu machen. Der Prophet Muhammad sagte, mir ist es lieber, das zu machen, für meinen Bruder rauszugehen und irgendwas zu erledigen, als einen Monat I'tikaf zu machen in meiner Moschee in Medina, wo die Taten sowieso mal 1000 vervielfacht werden. Ein Gebet in Medina ist genauso, wie wir nie 1000 Mal gebetet haben. Ja? Und ihm ist es aber lieber, mit einem Muslim rauszugehen und für ihn irgendwas zu erledigen, ihm zu helfen. Subhanallah. In der Moschee würde er beten, Koran lesen, Dhikr machen, ja? Qiyamul Layl beten, er würde die ganze Zeit Ibadah machen. Aber, und das einen ganzen Monat lang. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht lieber einmal mit einem Muslim raus und erledigt für ihn eine Sache. Subhanallah. Ja? Aus diesem Hadith kann man sehr, sehr viele Sachen lernen. Aber dazu komme ich inshallah gleich. Hadith Nummer 2. Der Prophet Muhammad sagte, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Derjenige, der nicht dankbar ist zu den Menschen, der ist auch nicht dankbar Allah gegenüber. Ein ähnlicher Hadith, der dazu gehört, wenn euch ein Muslim, wenn euch jemand etwas Gutes macht, dann sagt zu ihm, jazakallahu khairan, dann habt ihr ihm den kompletten Dank und vollkommene Art, die beste Art, und Weise, sich bei ihm zu bedanken und ihm etwas zurückzugeben. Ist Jazakallahu Khair zu sagen. Um allgemeinen dankbar zu sein. Das gehört dazu, dass du Allah dankbar bist. Hadith Nummer 3. Der Prophet Muhammad sagte, La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Niemand von euch ist richtig gläubig, bis er für seinen gläubigen Bruder liebt, was er für sich selbst liebt. Ja? Hadith Nummer 4. Ich mache 5 Hadith inshallah. Hadith Nummer 4. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Der Beste unter euch ist der, der den Koran lernt und anderen beibringt.
Derjenige, der den Koran lernt und anderen wieder beibringt, das ist der beste bei Allah. Der beste bei Allah ist nicht nur der, der Koran lernt. Aber der beste bei Allah ist der, der Koran lernt und es anderen beibringt. Hadith Nummer 5. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Khairun nas anfa'ahum linnas. Der Beste unter den Menschen ist der, der den anderen am nützlichsten ist. Wenn man diese ganzen 5 Hadithe sieht, dann sieht man, dass der Islam dich wohin bringt? Er bringt dich dazu, dass du nicht egoistisch bist. Er bringt dir bei Brüderlichkeit. Alle 5 Hadithe. Guck mal, im ersten Hadith, der Prophet Muhammad bevorzugt es, ja, jemand zu helfen, Auto schieben, ja, sagen wir mal jetzt, Auto schieben, Umzug, Schleppen helfen, Putzen, Babysitten, irgendwas, Dunya-Sache. Unnötige Sache quasi in dem Sinne, ja, eine Kleinigkeit. Er zieht das vor, als einen Monat lang in der Moschee von Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina Ibadah zu machen. Was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass im Islam Charakter und Brüderlichkeit einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben. Zum Aqidah und zum Islam und zum Tawhid gehören. Tawhid ist nicht nur La ilaha illallah. Tawhid ist auch alles, was dazu gehört, auch in den Muamalat zwischen den Menschen, den zwischenmenschlichen Handlungen, wie du mit anderen Menschen bist, dass du nicht neidisch bist, dass du gönnst, dass du großzügig bist, nicht geizig und gierig bist, dass du teilst und nicht nur an dich denkst, dass du humble, ja, dass du bescheiden bist, dass du bescheiden bist, Tawadu hast und nicht das Gegenteil, Takabbur hast, ja. Das heißt, das Zwischenmenschliche, wie du mit anderen Menschen bist. Das zeigt uns diese Sache. Und diese ganzen Hadithe schaut, da zeigt der Islam dir, wie du mit anderen Menschen umzugehen hast. Und zwar, dass du nicht Koran nur für dich lernst, sondern beibringst. Dass du nicht nur Ibadah machst, sondern Ibadah ist auch, dass du anderen Menschen nützlich bist. Dass du anderen Menschen hilfst. Dass du mit anderen Menschen geduldig bist. Ja? Diese ganzen Hadithe bringen uns bei, dass der Islam uns lehrt, Brüderlichkeit im Islam, was das bedeutet. Ja, das ist Ibadah. Und das ist ein Teil der Ibadah. Ein Teil des Islams, ein Teil von Iman, ein Teil von La ilaha illallah, ist dein Charakter und dein Handeln mit anderen Menschen. Dein Handeln mit deinen anderen Menschen, Freunde, Geschwister, Onkel, Tanten, Eltern, Nachbarn, Leute auf der Straße, egal wer, Geschäftsleute, mit denen du Geschäfte machst, kaufen, verkaufen, egal was, das alles, wie du mit anderen Menschen redest, Respekt zu haben, etc., das alles ist Tawhid. Das alles ist ein Teil von La ilaha illallah. Und das ist ein Beweis dafür. Und diese Hadithe bringen uns das bei, dass es ein Teil von La ilaha illallah ist. Und diese Hadithe bringen uns bei, wie wichtig das ist, dass dein Wert davon abhängt, ja, abhängt, wie du mit anderen Menschen umgehst. Das zeigt eigentlich deinen richtigen Wert, wie du mit anderen Menschen umgehst. Und so wie du anderen Menschen tust, so wird dir, ja, so wird, das Gleiche wird dir auch geschehen in deinem Leben. Und deswegen derjenige, der möchte, dass er geehrt wird, dass er respektiert wird, der muss erstmal lernen, andere zu respektieren und andere gut zu behandeln. Behandelst du die anderen Menschen gut? In der Regel, ja, behandelst du die Menschen sehr, sehr gut, in der Regel wirst du auch gut behandelt. Respektierst du die Menschen sehr, in der Regel wirst du auch respektiert. Das heißt, die Leute, die viel Stress haben, Probleme haben, Schlägereien haben, Knast haben, in der Regel, sie überschreiten die Grenzen. Du klaust, du lügst, du lästerst, du schlägst, du ziehst ab, du bist hochnäsig, du lachst andere Leute aus, du überschreitest die Grenzen. Du wirst kein leichtes Leben haben. Warum? Es gibt auch andere Leute, die auch noch mehr Muskeln haben. Es gibt auch noch andere Leute, die haben noch längere Zungen als du. Die auch lästern können und lügen können und dies und das. Ja? Das heißt, wenn du ein gutes Leben haben willst in Dunya und in Akhira, versuch du ein guter Muslim zu sein. Mit anderen Menschen, mit anderen Muslimen, mit anderen Menschen. Und wenn du das machst, inshallah ta'ala, wird dir Gleiches vergolten, indem du erstmal in Dunya auch inshallah respektiert wirst. Ja? Viele Leute, die haben die ganze Zeit Stress, die ganze Zeit Probleme. Ja, überall nur Streit, nur beleidigen, nur Subhanallah. Ja, aber oft ist es so, dass die Leute selber auch, ja, auch ähnliche Eigenschaften haben. Es gibt andere Leute, die leben einfach, die haben Respekt mit vielen Menschen, haben guten Charakter etc. Die leben auch viel, viel chilliger. Heißt das, dass man niemals dann angegriffen wird,
Niemals will jemand über dich schlecht reden. Nein, heißt das nicht. Warum? Weil wir sind im Ort der Prüfung, wir sind in Dunya und wir sind in der Endzeit. Ja? Aber definitiv hast du. Und, aber das ist dein Weg ins Paradies. Warum? Weil du handelst so, wie Allah dich sehen will. Ob der andere wie der andere ist, wie der andere sein Charakter ist. Seine Jannah oder sein Paradies oder seine Hölle. Aber für mich zählt das ja nicht. Was ist mir, was interessiert mich, ob, ja? Seine Taten. Mich interessieren meine Taten. Ich muss ja erstmal meine Haut retten vor Jahannam. Und versuchen irgendwie zu schaffen, dass ich ins Paradies komme. Und ein gutes Leben habe in Dunya und ganz besonders in Akhirah. Und deswegen ist es ein Teil von Tawhid, ein Teil von La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ist im Islam deine Taten anderen Menschen gegenüber. Deine Worte anderen Menschen gegenüber. Deine Blicke anderen Menschen gegenüber. Schaut, wie der Islam das so sehr, ja, Allah uns das so sehr beigebracht hat, dass er uns beigebracht hat, sogar nur das Lächeln. Für das Lächeln, was du anderen Menschen schenkst, kriegst du Sadaqa aufgeschrieben. Du hast Sadaqa gegeben. Nur ein Lächeln. Ein gutes Wort ist Sadaqa bei Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil diese Brüderlichkeit sehr, sehr wichtig ist. Und nur wenn wir Brüderlichkeit richtig praktizieren und richtig verstehen, dann sind wir nur stark. Aber wenn wir alle miteinander verstritten sind, alle miteinander Hass haben, wie sollen wir eine Umma sein? Wie sollen wir Stärke haben? Jeder, der kommt, kann uns auseinandernehmen. Warum? Und so haben es die Feinde des Islams auch geschafft. Mohammed s.a.w., das erste, was er gemacht hat, als er in Medina angekommen ist, Brüderlichkeit, du bist der Bruder von denen. Die waren echte Brüder. Am Anfang waren sie echte Brüder sogar, sodass, wenn einer stirbt, der andere bekommt Erbe von dem anderen. Obwohl es nicht, das sind keine Blutsbrüder. Aber er hat einfach Brüderlichkeit gemacht, um das richtig beizubringen. Und dann wurden sie richtige Brüder, dass sie geteilt haben. Die haben ihr Geld. Der hat gesagt, weißt du was, die Hälfte von meinem Geld gehört dir. Mein Grundstück, mein Haus, die Hälfte gehört dir. So krass haben die das praktiziert. Und was daraus passiert? Das hat der Mohammed s.a.w. gemacht im ersten Jahr von der Hijra. Im 10. Jahr der Hijra ist der Prophet Mohammed s.a.w. gestorben. 10, 15 Jahre später, ein Drittel der Hälfte, fast die Hälfte dieser Erdkugel war alles im Islam. Perser besiegt, Römer besiegt, alle besiegt. Warum? Weil die richtige Brüderlichkeit verstanden haben, praktiziert haben von Herzen. Sich geliebt haben und füreinander aufgeopfert haben und gelernt haben, Tawadu zu haben gegenüber. Ja, man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. Derjenige, der für Allah sich bescheiden macht, auf dem Boden bleibt, nicht hochnäsig, ja, Brüderlichkeit lernt, Allah wird ihn erheben. Du machst dich runter für Allah, Allah macht dich hoch. Und deswegen sind die dann stark geworden und haben dann die Hälfte oder sehr große Teile dieser Erde haben die eingenommen. Die Sahaba radiallahu anhum. Obwohl sie gar keine Macht hatten, die hatten keine großen Möglichkeiten. Aber sie haben alles auseinandergenommen mit dieser Stärke und mit dieser Einheit, die sie hatten. Und diese Einheit kommt nur durch Brüderlichkeit. Und bei uns ist ja nicht die Umma ist verstritten. Nur in einer Familie, einer hasst seine Schwester, der andere hasst seinen Bruder, der andere hasst seinen Vater, der andere hasst in einer Familie hat man keine Liebe, subhanallah. Wie soll man dann irgendwo Stärke haben oder die Möglichkeit haben, sich zu wehren gegen größere Feinde. Wenn wir uns selber wir die größten Feinde sind. Und deswegen müssen wir diese Sachen lernen und diesen Charakter versuchen zu ändern bei uns, sodass wir mit Nillah Azza wa Jal eine starke Umma sind und dass wir versuchen zu lernen, dass Charakter eine der stärksten Waffen sind, die wir haben, wenn wir diesen Charakter haben. Ja? Und deswegen, und dass wir unbedingt wissen, dass dieser Charakter und einen schönen Charakter zu haben und Brüderlichkeit, das gehört zum Tawhid von Allah subhanahu wa ta'ala, wie Allah sagt im Koran, zum Beispiel in Surat al-Imran und in anderen Suren auch, in einer anderen Sura sagt Allah, innama, Surat al-Hujurat, die Gemächer, innama al-Mu'minun al-Ikhwa. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder untereinander. Und das ist inna, ist mit Aussagebekräftigung. Die können nicht anders sein, außer nur Brüder. Das bringt uns der Islam bei. Und Allah also in Surat al-Imran ebenfalls, ja, redet genau über diese Sache. وَكُنْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Ihr wart Feinde und Allah hat zwischen eure Herzen, quasi euch zusammengebracht. Und Surat al-Anfal, Surat Nummer 8, in vielen Suren spricht Allah Azza wa Jal, wie er Brüderlichkeit zwischen den Gläubigen gemacht hat. Und deswegen sind sie dann stark geworden und deswegen haben sie alle besiegt. Möge Allah uns das richtige Verständnis geben. Subhanak Allahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.